Einen wunderschönen guten Abend allerseits und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Orgel. Jawohl. Also diese Orgel habe ich tatsächlich schon präsentiert auf dem Kanal, aber leider nur mit einem Stück Musik. Ich habe die Orgel an sich noch nicht detailliert her angeschaut und das machen wir jetzt. Diese neue Orgel für mich, das ist die neue oder das neue Sample Set von Piotr Grabowski. Und Piotr hat mir diese Orgel wieder zur Verfügung gestellt, mehr oder weniger geschenkt. Danke, Piotr. Und das ist eine wunderschöne kleine Barockorgel, beziehungsweise barockartige Orgel aus Nitra. Nitra ist eine kleine Stadt in der Slowakei. Diese Orgel ist, ich sage barockartig, das ist keine Original-Barockorgel, die ist etwas moderner, aber sie ist barock intoniert, die Klänge sind barock. Und das ist wirklich ein wunderschönes Instrument. Je mehr Orgeln Piotr samplet, desto besser werden seine Ergebnisse. Und diese, das ist die neueste Orgel, die er gemacht hat, die klingt absolut 100% perfekt. Und das ist sehr schwer zu sagen in der Orgelwelt, aber dieses Instrument ist wirklich perfekt. Die zeige ich euch heute. Wenn man eine neue Hauptwerkorgel hat, kauft, bekommt oder so weiter, dann lädt man diese Orgel oder installiert man diese Orgel in sein System und tada, man ist meistens nur mit diesem Bild hier am Start. Und das ist so eine, naja, eine User Interface sozusagen von der Orgel an sich. Wir haben die zwei Manuale, ich habe natürlich alles schon längst gemacht, zwei Manuale und Pedale. Und das zeige ich euch jetzt hier auf meinem Bildschirm. Ich nehme mein Bildschirm für euch auf, damit ihr das seht. Und hier gibt es verschiedene Blickwinkel von dieser Orgel. Und hier oben kann man da dazwischen wechseln. Und hier steht Console, das heißt Spieltisch, und dann Console Alt. Das heißt nicht Alter Spieltisch, das heißt Alternativ. Warum hat man denn sowas? Wenn wir jetzt da drauf gucken, sieht sehr ähnlich aus, oder? Jetzt gehen wir mal zurück, Console. Also, an der echten Orgel in Nitra gibt es diese schöne, wie nennt man das denn? Wie nennt man das? Diese Schalter, die man runterzieht, um ein Register einzuschalten und wieder hochdrückt, um das auszuschalten. Ganz clever. Gleichzeitig leuchtet das hier im Hauptwerk natürlich, damit wir sehen können, dass es an ist. Wenn die rauf oder runter sind, sieht man das nicht unbedingt. Deswegen leuchten die auch. Das ist ganz praktisch. Und jetzt hier auf mein Alternativ-Bildschirm habe ich nur die handgeschriebene Registernamen und natürlich die Ziffern, die dazugehören, die verschiedenen Farben. Und wenn ich drauf klicke, kann ich sie aktivieren oder dann deaktivieren. Wenn die beleuchtet sind, sind die natürlich eingeschaltet, nicht beleuchtet, ausgeschaltet. Ganz klar. Was haben die verschiedenen Farben zu bedeuten? Also die blauen Register, zum Beispiel hier, das sind die Hauptwerkregister. Sehr wichtig. Unser Hauptmanual, also unser obere Manual, das ist ganz wichtig. Die grünen sind für das Rückpositiv, das sind die Pfeifen hinter dem Organisten hier am unteren Manual. Und die roten sind natürlich dann fürs Pedal. Also spielt man natürlich mit den Füßen, ganz einfach. Aber wie man sieht, sind die nicht unbedingt sauber angeordnet. Also hier in der dritten Reihe gibt es ein paar Pedalregister und ein paar Rückpositivregister durcheinander. Das hat natürlich mit der Anordnung der Pfeifen im Gehäuse zu tun, und weil das eine rein mechanische Orgel ist, das heißt zwischen diesen Registerzügen und die Pfeifen an sich, die ganzen Register, die Pfeifenreihen, also alles mechanisch miteinander verbunden ist. Es gibt dann hier unten eine Reihe von, naja, sagen wir, Spezialeffekte und Koppeln und so weiter und so fort. Ganz praktisch. So, da haben wir unsere zwei Spieltisch Ansichten, entweder normal mit den richtigen Schaltern oder einfach nur so mit Leuchten oder Nicht-Leuchten. Ganz praktisch. Falls ich Touchscreens an meiner Hauptwerkorgel hätte, könnte ich links und rechts die Register so wie an der echten Orgel positionieren. Auf der linken Seite könnte ich dann diese Register haben und ups und komm weg. Und auf der rechten Seite könnte ich dann nur diese haben. Das wäre praktisch.
Das habe ich leider noch nicht. Deswegen gehe ich meistens immer hier zu diesem, na, zu diesen Ansicht. Das ist etwas einfacher. Und wir haben schon wieder unsere Farbe hier. Rot für Pedal, grün für Rückpositiv, blau für Hauptwerk und einfach schwarz für die Extras. Ja, das ist, wo ich normalerweise arbeite. Das ist deutlich einfacher. Settings, also die Einstellungen, das zeige ich euch nicht. Das sind meine Geheimnisse, wie ich die Orgel da tatsächlich eingerichtet habe. Wie es klingt, in welchem Balance die Register und in welchem Balance die Kanäle zueinander stehen. Das ist mein Geheimnis. Und unsere letzte Möglichkeit hier ist ein Infobildschirm. Und das zeigt einfach eine sehr schönes Bild von der Orgel in der Kirche. Das ist die Cathedrala Emerama in Slowakia, in Nitra, das ist die Stadt. Und ja, man sieht eine sehr schöne Barockkirche, sehr, sehr schön geschmückt mit dieser wunderschönen Orgel. Alles klar, jetzt schauen wir die Register von der Orgel an. Dafür brauche ich natürlich meinen Kopfhörer, damit ich hören kann, was ich hier spiele. Und wie gesagt, wir haben die drei verschiedene Elemente hier. Hauptwerk, Rückpositiv und Pedal. Ich habe das gerade auf Englisch gemacht. Ich mache das jetzt in einer anderen Reihenfolge jetzt. Wir fangen mit dem Pedal an. Das Pedal ist etwas anders, als man erwartet. Da ist nur ein 16-Fuß-Register, zumindest Labialregister. Das ist ein Sub-Bass 16, also kein offene 16 hier. Das ist ein gedeckt, so also ein Bourdon, wie wir gleich oben sehen im Hauptwerk. Das gleiche hier im Pedal. Relativ weich, aber nichtdestotrotz voluminös. Ich hoffe, ihr hört das gut. Holt euch gute Lautsprecher oder Kopfhörer und dann geht das besser. Allein ist es natürlich relativ undefiniert. Lasst uns einen 8-Fuß gedeckt Bass dazu schalten. Das ist besser. Jetzt ist es etwas definierter. Das sind die zwei flötenartige Register, die wir da haben. Wir haben einen Oktavbass 8 Fuß, also eine Art Prinzipal. Es ist auch relativ diffus vom Klang her, aber wenn ich den 16 Fuß dazu habe, merkt ihr, was ich spiele. Man kann wirklich den ganzen Raum hören. Das finde ich sehr, sehr schön. Es gibt eine Oktave 4 dazu, noch eine Oktave höher. Das ist deutlich hörbarer jetzt, was man da macht. In einer typischen oder in einer echten Barockorgel würde man niemals die Oktavbass und Gedeckbass zusammenschalten im 8-Fuß. Aber hier in unserer Digitalorgel, wo wir keine Windprobleme haben, können wir das machen. Hier ist 16884. Und dann haben wir schon einen relativ dicken Pedalklang. Es gibt drei. Nicht weniger als drei Zungenregister hier im Pedal. Posaune 16 Fuß. Das ist ziemlich, naja, böse ist das falsche Wort, aber so eine schlecht gelaunte Posaune. Also ich finde, die klingt ziemlich schlecht gelaunt, aber dafür ganz toll. Eine 8-Fuß-Trompete, relativ dezent. Sechzehn und 8 zusammen. Ist schon ziemlich kräftig. Die 4-Fuß-Trompete ist noch sanfter, dafür schön hell.
eigentlich mehr als Solo-Register gedacht. Alle drei Zungen zusammen. Das ist ein schöner, großer Klang. Ich nehme die Vierfußtrompete weg, mache alles anders dazu und dann haben wir ein ganz großer... Pedalklang. So, das basteln wir mit den anderen Sachen zusammen gleich. Wo gehen wir jetzt hin? Ich glaube, wir gehen direkt zum Hauptwerk. Jetzt vergleichen wir unser Bourdon 16 Fuß im Hauptwerk mit dem Subbass unten im Pedal. Achtung, Hauptwerk, sehr kräftiger Subbass. Also eine 16 Fuß Flöte. Hier oben klingt sehr kräftig. Und unten natürlich noch kräftiger. Aber hier ist die unterste Oktave vom Bourdon 16 im Hauptwerk. Man merkt, wie Teile vom Gehäuse ein bisschen rasseln und so. Jetzt im Pedal. Ist gar nicht lauter, ne? Nicht schlecht, unglaublich. Ich habe die Orgel so gemischt, es ist im Raum, in meinem Kopf, klingt, als ob man in der Kirche stehen würde und die Orgel anschauen würde. Mehr dazu gleich. Aber guck mal, das war nur ein 16-Fuß-Bourdon. Es gibt natürlich ein 8-Fuß-Bourdon, das braucht jede Orgel. Und die ist genau das, was ein 8-Fuß-Bourdon sein soll. Sehr unscheinbar. Diese Flöte würde man nie als Solo-Register nehmen, man würde das immer zu irgendwas anders mischen oder als Begleitung für irgendwas unten im Ruckpositiv nehmen. Ein sehr, sehr schönes Register, versteht mich nicht falsch, ein sehr schönes Register, aber unscheinbar. Es gibt eine 8-Fuß-Salizional, etwas streicherartig, aber trotzdem mit metallischem barocken Klang dazu. In Harmonie. Das ist fast perkussiv. Noch perkussiver ist unser Prinzipal 8-Fuß. Riesig jetzt. Hier in der Mitte ist die richtig perkussiv. Klingt fast wie ein Xylophon. Ich finde das schön. Also ein richtig schöner. Richtig schöner Prinzipal. Dann gibt es was, was ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und es ist mittlerweile einer meiner... es ist doch mein Lieblingsregister überhaupt. Ein Portun, 8 Fuß. Keine Ahnung, was es sein soll. Portun, den Namen habe ich noch nie gehört. Es ist irgendwas Zwischenflöte, Traditionalklang. Es ist sehr, sehr dezent. Ist wahrscheinlich vergleichbar mit einem Dolce in einem romantischen Instrument. Aber hört mal rein, ist einfach wunderschön. Thank you.
so schön, egal in welchem Register, hier oben. Oder weiter unten. Ist einfach wunderschön. Und die kann man natürlich mit den anderen Registern hier kombinieren, um noch schönere Klänge zu machen eigentlich. Portun 8 mit Bourdon 8. Oder Portun 8 mit Salezional 8. Oder warum nicht alle drei zusammen? Unglaublich schön. Was natürlich interessant ist, diese metallische Klinge, diese Chif Chif Chif, die Ansprache von den Pfeifen, zum Beispiel hier im Prinzipal. Das kann man hier an einer Digitalorgel, einem Digitalspieltisch gar nicht kontrollieren, das ist klar, aber an der echten Orgel, Entschuldigung, eine rein mechanische Orgel, kann man das natürlich kontrollieren. Man kann mit der Taste an sich langsam runterdrücken und die Pfeife oder der Wind zur Pfeife wird langsam reingelassen. Man öffnet diesen Ventil ganz langsam dadurch. Dadurch kann man die Pfeifen anders artikulieren und schöne Effekte erzeugen. Hier an einer digitalen Spieltisch leider nicht. Naja, so, was haben wir denn noch? 8 Fuß Prinzipal, 4 Fuß Oktave, Super Oktave 2. Jetzt haben wir unser erster kleiner Prinzipalchorus. Man hört die einzelnen Register ganz schön und man hört natürlich den Raum. Ein Quint Dreifuß. Naja, Dreifuß ist nicht ganz richtig, oder? 2/2 wäre richtiger gewesen, aber... Das gibt es ein bisschen so Salz und Pfeffer. Schön. Es gibt eine riesige Mixtur hier, 4- bis 6-fach. Das heißt, unten sind 4 Pfeifen, die gleichzeitig singen und weiter oben 6 Pfeifen in verschiedenen Tonhöhen, verschiedenen Aliquoten, Quinten und sonst was dazu. Und das klingt einfach hell. Unglaublich hell. 16 Fuß dazu, um es ein bisschen beefy zu machen. Was es auch natürlich nicht an der Originalorgel gibt, ist eine Null, also alles aus. Das gibt es natürlich nicht. Und Piotr hat das dann selber kreiert. Wie würde es klingen, wenn alle Register auf einmal weg wären? Natürlich gibt es eine Trompete, 8 Fuß hier am Hauptwerk und ja, die ist natürlich schön. Und die habe ich absichtlich etwas weiter weg im Klang gerückt, weil so wäre das in der echten Orgel. Und mit allen schönen Sachen hier zusammen haben wir einen wunderbaren großen Prinzipalchorus. Perfekt für, also jetzt Bach G-Dur.
knackig und schön. Toll, oder? Die drei Flöten, die es hier gibt im Hauptwerk, haben wir vergessen. 16 Fuß hatten wir schon, 8 Fuß hatten wir schon. Es gibt eine Spitzflöte, 4 Fuß, eine offene Flöte. Die klingt natürlich sehr schön. Allein mit dem 16 Fuß zusammen kriegt man richtig so frische Effekte. Schön, ne? 8 und 4 zusammen. Oder 16, 8 und 4. Ganz schön. Bang! Das war unser Hauptwerk. Runter zum Rückpositiv. Wir haben hier eine 8-Fuß-Flöte. Unser Rückpositiv ist auf 4-Fuß-Basis aufgebaut, also kein 8-Fuß-Prinzipalklang, sondern nur ein Flötenklang. Eine Copula Major. Hier hört man die mechanischen Geräusche von der Orgel ganz deutlich. Wie gesagt, ich habe das alles so gemischt und positioniert, als ob man direkt in der Nähe der Orgel in der Kirche unten wäre. Das heißt natürlich, unser Bourdon 8 in Hauptwerk, etwas diffuser klingt als unser Copula Major im Rückpositiv. Wenn man unten in der Kirche steht, guckt nach oben. Die ersten Pfeifen, die man hört oder bekommt vom Klang her, sind die Rückpositivpfeifen. Also etwas direkter in meinem Mix. Es gibt dann eine Quintade 8 Fuß, ein Soloregister. Heißt Quintade, weil es so intoniert ist, dass die Quinte, also von der harmonischen Reihe, etwas hervorgehoben wird. Und es gibt es einen nasalen Klang mit dem Tremulant zusammen, wo der Wind so einfach ein bisschen vibriert. Gibt es diesen schönen Effekt? Schön, schön, schön. So, jetzt kommen wir zu unserem Prinzipal 4 Fuß. Wie gesagt, rückpositiv auf 4 Fuß Basis, das ist unser Hauptklang. Copula Major dazu. Wie gesagt, sehr direkter Klang, finde ich toll. Es gibt natürlich noch 4-Fuß-Flöte, das ist wieder eine offene Flöte, klingt sehr schön allein. Die zwei Flöten zusammen. Schön. Es gibt eine 2-Fuß-Flöte, wo wir dabei sind. Ganz, ganz klein. Die drei Flöten dann zusammen. 8, 4 und 2. Ups. Ignoriert mich. Dann gibt es natürlich auch zu unserem Prinzipal eine Oktave 2, also 4-Fuß-Prinzipal Oktave 2. Das heißt, unser Prinzipalchorus 8-4-2 mit Copula Major, also große Flöte, 8 Fuß, Prinzipal 4, Oktave 2.
mache das gleiche hier mit Principal 8, Oktave 4, Super Oktave 2 im Hauptwerk. Und jetzt hört ihr, was ich meine, wenn ich sage, ich habe die Orgel so gemischt. Rückpositiv, ziemlich direkt. Hauptwerk, etwas weiter weg, aber dafür voller. Mit Kopfhörern, mit guten Lautsprechern merkt ihr, was ich da meine. So, das nehmen wir jetzt kurz weg. Es geht weiter natürlich mit unserem Prinzipalchorus. Wir haben schon wieder eine Nasar, also eine Quinte, 3 Fuß, also 2/2. Keine Ahnung, was das war, eine Idee. Eine Quinte, ein Drittel. Warum haben die das ein Drittel jetzt genannt und nicht, keine Ahnung, wieso nicht anderthalb? Naja. Und ein Terz, ein Dreifünftel. Das heißt, eine, wenn ich ein C spiele, klingt ein E. Und Oktave 1 Fuß dazu. Jetzt nehme ich diese 2 weg und sehr hell. Es gibt wieder eine Mixtur hier. 3- bis 4-fach, unten 3, ab der ersten Oktave dann 4. Und wenn ich das jetzt mit unserem Prinzipalchorus hier vergleiche, mit Mixtur, merkt man den Unterschied jetzt. Rückpositiv, Hauptwerk. Nicht schlecht, oder? Natürlich gibt es auch ein schönes Zungenregister unten im Rückpositiv. Das ist ein Dulcian 8 Fuß, eine meiner Buzzy-Zungenregister. Ich nenne das Buzzy, die machen so Klänge. Perfekt für mittelalterliche Musik. Wenn wir eine 4 Fuß Flöte dazu kombinieren, ist richtig frech. Ich finde das richtig schön. Toll, oder? Also sehr schöne Register, einzelne Register hier, und jetzt fangen wir an, etwas zu kombinieren. So, jetzt zeige ich euch doch ein paar meine Geheimnisse und eine Sache, die ich selber liebe, und viele Leute lachen darüber, aber naja, ist mir egal. Weil diese Orgeln so schön intoniert sind, weil die diese direkte mechanische Verbindungen zwischen Tasten und Pfeifen haben, man kann unglaublich toll jazzige Sachen drauf spielen. Und obwohl dieses Instrument so klein ist, man kann unglaublich schöne Sachen machen. Und ich würde gerne mit meinem Freund hier, meinem Dulcian, anfangen. Man kann natürlich jetzt mit dem 8-Fuß-Flöte, mit der 4-Fuß-Flöte zusammen, vielleicht die 3 oder vielleicht nur Dulcian 8 und Flöte 4 anfangen. Und hier kommt mein Bourdon im Hauptwerk, mein Subbass im Pedal, Hauptwerk runtergekoppelt als Begleitung. Perfekt, oder? Und jetzt habe ich meine Snappy-Effekt hier.
Nicht schlecht. Was mit dem 8-Fuß-Flöte dazu? Perfekt, oder? Mehr braucht man nicht. Das ist unglaublich. Ich kann natürlich auch meine, naja, zerlegte Kornettklang, könnte man das so nennen. Flöte 2 dazu, ein Dreifünftel, ein Drittel dazu. Und jetzt hat man dieses so. Schon wieder etwas so Jazziges. Man darf das nie vergleichen mit Hammond-Orgelregistern mit den gleichen Namen. Das kann man nicht so wirklich machen. Sollte man zumindest nicht. Aber man kann damit schöne Sachen machen. Vielleicht tut sie ja noch dazu. Jetzt hat man einen schönen metallischen Klang. Toll. Ich liebe das. Perfekt für meine Musik. So, weg. Ups, sorry. Andersrum. Weg damit. Und jetzt andersrum. Jetzt brauchen wir was Schönes hier oben. Zum Beispiel meine drei leichteren 8-Fuß-Klänge, Boudon, Saletional und Portun. Jetzt wechsle ich das Pedal. Das Pedal ist jetzt mit dem Copula Major im Ruckpositiv gekoppelt. Jetzt habe ich hier meine Begleitung. Man kann unglaublich viel Spaß damit haben. Und jetzt hoffe ich, mit Kopfhörern, mit guten Lautsprechern, ihr hört, wo die Klänge alle herkommen in der Kirche. Ja? Man merkt schon. Ich finde Hauptwerk so schön. So schön. Und Piotr, deine Orgel ist so toll gesampelt worden. Und man kann so viel damit machen. Einfach perfekt. Toll. Prinzipal dazu, es wird ein bisschen sehr kräftig oben. Begleitung hört man nicht mehr ganz so gut. Ich glaube, Flöte 4 Fuß brauchen wir dazu. Toll, ne? Und jetzt können wir wirklich anfangen, schöne, tolle Sachen zu machen. Was ist, wenn ich jetzt mache ich das jetzt? Wohl, ich lasse das doch da. Dulcian dazu. Vielleicht 4 Fuß Spitzflöte dazu in meinem Hauptwerk. Wie klingt das jetzt? Ich glaube, wir brauchen die Trompete 8 Fuß dazu. Jetzt kann ich natürlich richtig schön damit rumspielen. Das Pedal braucht jetzt ein bisschen mehr Gas, Gedeckbass dazu. Jetzt kann ich alles hier unten spielen. Ich habe meinen so frechen Klang hier unten und dann meine Big Band Brass für die Riffs dazwischen. Wie klingt das? Ihr merkt schon, man kann Spaß ohne Ende haben mit solchen Instrumenten. Wow, echt toll. Man kann natürlich normal, was heißt normal? Man kann natürlich klassische Musik drauf spielen und man kann sogar Bach drauf spielen. Also, Zeit für ein Stück Musik. Und wie gesagt, man muss nicht nur was Jazziges an diesen Orgeln spielen. Man kann natürlich auch
richtige Barockmusik spielen. Und wenn wir über Barockorgelmusik sprechen, müssen wir natürlich von Johann Sebastian Bach sprechen, ist doch klar. Und letzte Woche, als ich die Orgel zum ersten Mal gespielt habe hier auf dem Kanal, habe ich natürlich Bachs Toccata und Fuge in D-Moll gespielt. Und ich habe die Orgel komplett anders registriert, als man das vielleicht normal gemacht hätte. Und statt ein Chorus hier am Hauptwerk zu nehmen für die Fuge, habe ich Prinzipalchorus, zumindest am Anfang von der Fuge, später, wo es lauter ist. Ab da habe ich natürlich wieder zum Hauptwerk gegriffen und ein paar mehr Registern und Mixturen und so weiter. Aber hier am Anfang von der Fuge habe ich wirklich nur ruckpositiv genommen und so ein Prinzipalchorus da gebaut. Und ich finde, das klingt so frisch irgendwie. Und so weiter und so fort. Ich finde, das klingt so frisch und man hört irgendwie das Holz von der Orgel. Ich weiß, das klingt bescheuert, aber für mich hört sich das so an. Und dann im Pedal, ich habe so 16-8-4 mit Trompete 8, nicht 16 Fuß. Ja, ich finde das. Ich finde, das klingt frisch genug. Dazu habe ich die 8-4-2 vom Hauptwerk runtergekoppelt, um es ein bisschen frischer zu machen. Und naja, also ein bisschen anders kann man manchmal denken. Und ich dachte, das klingt wirklich sehr schön. Ich hoffe, ihr fand das auch. Kommentiert bitte unten in dem Video. Und natürlich bitte lasst auch einen Daumen hoch und ein Abo da, wenn ihr dabei seid. Wusstet ihr, dass nur ein Drittel von meinen regelmäßigen Zuschauern Abonnenten sind von dem Kanal? Was machen denn die anderen zwei Drittel? Also, abonniert mal den Kanal, wenn es euch gefällt. Daumen hoch, tut immer gut. Und lasst einen Kommentar da. Wusstet ihr auch natürlich, dass wir jeden Freitagabend mittlerweile Livestreams, Live-Konzerte machen. Und immer 22 Uhr, also deutsche Zeit, 22 Uhr freitagsabends. Und da spielen wir immer so gut 90 Minuten Musik und viele Sonderwünsche von euch. Also wenn ihr Sonderwünsche für meine Livestreams habt, dann klickt bitte auf den Links zu den Livestreams. Die poste ich meistens Mittwoch, spätestens Donnerstag, jede Woche, damit ihr den Link für einen Livestream habt. Und da frage ich immer nach Sonderwünschen. Und das kann euren Kirchenlied sein, das kann ein bestimmtes Stück sein, etc. Also ich freue mich immer über eure Wünsche und ja, wir sehen uns bei den Livestreams. So, was spiele ich denn heute? Neulich in einem Livestream habe ich ein Stück gespielt, was ich innerhalb von 24 Stunden gelernt habe für ein Konzert. Das war ein Challenge von einem anderen YouTube-Organist, von einem Organisten. Und das ist eine Fuga von Johann Sebastian Bach. Fuga in G-Moll. Die kleine Fuga in G-Moll. Hier an der Orgel in Nitra. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Spätestens morgen Abend im Livestream oder am nächsten Freitag im Livestream. So sollten wir das sagen. Bis dann!